Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Die Sims 4 und ich hoffe mal, dass heute alles geklappt hat und ich tatsächlich in der richtigen Welt mal wieder bin, nach 5 Folgen, wo ich hier wirklich drunter und drüber immer wieder andere Fehler hatte. Das muss ja nicht mehr sein. Aber das Problem ist gerade, dass ich das Ganze hier nicht gleichzeitig aufnehmen kann. Das heißt, die Outer City Spur nehme ich im Voraus auf und danach dann erst später das Gameplay. Es geht wieder mal nicht anders. Ich muss das so machen, denn ich habe jetzt gerade Zeit, wo ich hier aufnehmen wollte und einfach das normalerweise live kommentieren auch, ne? Aber das Ding ist, dass gerade in dem Moment jetzt wieder Origin nicht geht und ich das Spiel komischerweise wieder runterladen muss. Also ich verstehe das nicht. Am Laptop geht's zumindest immer, ne, wo wir jetzt die letzte Zeit waren. Aber hier an dem PC, wo ich heute wieder aufnehmen wollte endlich und meine normale Welt zocken, da habe ich nur Probleme, ey. Jedes Mal, wenn ich hier das Spiel starten will, funktioniert das nicht. Also keine Ahnung, warum das so schlimm ist. Es regt mich einfach nur noch auf, weil es so unnötig ist, ne? Ich meine, warum, ja, geht das am Laptop seit 2 Jahren? Ich bin da durchgekommen, ohne jemals zu updaten, ne? Natürlich kann ich dann die neueren Welten nicht mehr spielen, die in den jetzigen Versionen erstellt wurden. Das ist halt die ganze Zeit das Problem gewesen. Aber immerhin kann ich die Version ganz normal starten und immer wieder weiter zocken. Und hier an dem PC habe ich jedes Mal solche dummen Probleme, ja. Ich habe da ja schon öfter davon berichtet, dass das einfach nur eine Katastrophe ist und mich das die ganze Zeit so aufregt. Ja, und keine Ahnung, warum das so schlimm ist hier. Also, ach, keine, ja. Jedenfalls möchte ich mal wieder das Let's Play hier etwas normaler gestalten. Etwas, ja, wie sonst auch. Und ich hoffe mal, dass ich in den entsprechenden Haushalten jetzt auch vorankomme. Es kann natürlich sein, dass ich mich heute da jetzt gut konzentrieren kann, erstmal. Weil ich ja das Ganze separat spielen werde und so weiter. Aber ich weiß es jetzt auch noch nicht. Ich muss halt erstmal wieder reinfinden in die ganze Thematik und was ich da so machen will in nächster Zeit. Ich habe mir jetzt noch keine konkreten Ziele gesteckt, was hier in den Welten vorgeht. Ich muss wirklich erstmal wieder ankommen, sozusagen. Denn das letzte Mal habe ich ja die Welt vor Ewigkeiten gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte funktionierende Aufnahme oder das letzte Mal war, als hier das Spiel funktioniert hat in diesem Spielstand. Das ist jetzt die Frage. Also ich glaube, das war im Juni oder so. Seitdem hat das doch die ganze Zeit nicht mehr geklappt, oder? War ich noch mal dann im August aktiv? Das weiß ich gerade nicht. Oder September? Könnte natürlich auch sein. Aber ich bin mir jetzt eben nicht sicher. Ich hatte ja dann auch die Pause gemacht zwischendurch. Vorher hatte ich noch ein bisschen was in Vorproduktion, beziehungsweise dann auch noch relativ aktuell was aufgenommen. Boah, müsste ich direkt mal nachgucken. Aber ja, ich kann gerade nicht, weil ich noch irgendwas anderes zocke nebenbei. Ja, das ist das Problem. Sonst könnte ich hier mal eben das irgendwie vorlesen oder nochmal analysieren. Aber das will ich jetzt doch nicht machen. Ich will jetzt ja einfach nur die Folge hinkriegen. Die soll ja auch noch heute kommen. Also ich stehe mal wieder unter Druck so ein bisschen, ne? Und es wäre jetzt so schön gewesen, wenn ich das einfach ganz normal hätte aufnehmen können. Aber nein, es geht wieder nicht. Es muss wieder was dazwischen kommen. Problem ist halt, dass ich danach Vorlesungen habe und ich dann auch nicht mehr aufnehmen kann. Das heißt, ich muss jetzt wirklich hier mich beeilen und hier kommentieren, sonst wird es gar nicht mehr. Und deswegen dachte ich mir, ich mache es heute einfach so. Ist vielleicht dann noch ein bisschen einfacher, als später wieder irgendwann das Ganze zu vertonen und so, finde ich. Ja, mal gucken, wie das wird. Jetzt muss ich natürlich wieder extra Zeit investieren und das Spiel hier irgendwie aufsetzen und dann gucken, dass das alles wieder funktioniert. Ich muss es ja jetzt neu installieren, quasi. Am besten, ich mache es parallel auch noch am Laptop, da habe ich das gleich auch noch und kann hoffentlich demnächst mal dort auch ganz normal zocken, wie ich es eben jetzt schon die ganze letzte Zeit eigentlich vorhatte. Ja, das wäre ja auch mal eine Maßnahme. Aber ich weiß eben nicht mit dem Speicherplatz, das ist halt nach wie vor. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt aber ein bisschen Speicherplatz schon mal wieder frei. Das muss ich auch dazu sagen. Das habe ich jetzt die Woche gemacht. Und da bin ich schon mal auch relativ stolz, muss ich sagen, dass ich das hingekriegt habe. Und vielleicht haben wir da eine Chance auf Besserung, was das Ganze angeht. Da sehe ich jetzt schon wieder eher ein Update oder so. Ja, und ich kann ja auch mal ein paar andere Programme deinstallieren, ne? Je nachdem, was ich vielleicht nicht mehr brauche. Ich habe da, glaube ich, eh noch Flight Gear drauf oder so. Das brauche ich an sich auch nicht, zumindest die alte Version nicht. Denn, ja, wir hatten jetzt mal überlegt, wieder zusammen so eine neue Folge Flight Gear aufzunehmen. Hat bisher noch nicht geklappt, aber eventuell wird das bald was. Ich weiß es aber noch nicht.
Und dann müssen wir auch schauen, wann die dann kommen würde. Wahrscheinlich irgendwie nach Weihnachten, würde ich schätzen. Oder vielleicht im neuen Jahr dann auch erst, je nachdem. Und da würde ich dann eben dann schauen, dass ich die neueste Version entsprechend spiele natürlich. Und die müsste dann auch auf dem Laptop laufen wieder, damit ich gucken kann, dass ich die überall aufnehmen kann, wo ich bin. Also da will ich relativ flexibel bleiben, genauso wie hier. Ne, das wäre eben schön, wenn ich in jedem Projekt möglichst oder ja, in jedem wird es nicht funktionieren, weil manche Spiele eben dann auch auf dem Laptop wirklich nicht laufen. Aber ich will zumindest in so vielen Projekten wie möglich auf dem Laptop die Möglichkeit haben, auch zu zocken und aufzunehmen. Das wäre so mein Ziel. Und aktuell habe ich das ja schon etwas, ja, sag ich mal, erweitert, den Bestand, was ich dort machen kann. Und das wäre eben schön, wenn man das so maximieren kann. Ja, mal sehen. So, jetzt muss ich mal schauen, worüber ich noch reden kann. Ist zurzeit jetzt ein bisschen alles verwirrend. Ich hätte jetzt eigentlich aufs Spiel eingehen wollen, im besten Fall, aber das funktioniert so nicht. Ich kann ja noch mal so ein bisschen vielleicht mich dran erinnern, was ich in den letzten Folgen gemacht hatte. So ganz genau weiß ich es natürlich alles nicht mehr. Es ist jetzt relativ verschwommen, die Erinnerung. Ich weiß noch, dass ich in irgendeiner Form dabei war, diese Janine immer trainieren zu lassen. Oder hieß sie überhaupt so? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls diese Freundin von Rietze bei mir im Haushalt. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich dort bin oder in einem anderen. Kann alles sein, ne? Jedenfalls würde ich das weiterhin beibehalten mit diesem Wechsel. Das System war eigentlich ganz gut mit alle 2 Folgen in einem anderen Haushalt. Da hat man immer das Beste geschafft, würde ich sagen. Also, das war so die optimale Mischung. Alles andere war nur testweise. Also, mit diesem jede Folge wechseln war halt auch ein bisschen zu oft, muss ich sagen. Und irgendwie seltener wechseln bringt es dann halt auch nicht, ne? Und mit dem alle 2 Folgen, das hat sich eigentlich bewährt. Aber teilweise konnte ich das ja auch nicht oft einhalten, muss ich sagen. Ich hatte da ja schon öfter mal so Aussetzer zwischendurch, wo ich dann doch wieder in dem Haushalt geblieben bin oder dann in den anderen gegangen und irgendwie frühzeitig weg oder wie auch immer das war. Kann ich mich gerade nicht mehr so genau erinnern, tatsächlich. Muss schon mal nachgucken. Obwohl ich glaube, das hat man nur einmal oder maximal zwei. Also so oft war das jetzt nicht. Gang und gäbe war dann schon noch der ganz normale, regelmäßige Wechsel, den ich angesprochen hatte. Und das wäre eben auch so das Ziel, das beizubehalten. Genau, mal gucken. Ja, und eine neue Staffel wird es eben jetzt nicht geben, ne? Das stand ja vielleicht so im Raum, als ich die neue Welt eröffnet hatte und so. Es kann natürlich auch sein, dass ich in dieser neuen Welt weiterhin spielen muss. Das liegt im Bereich des Möglichen. Aber die will ich eigentlich nicht verwenden, weil die relativ random ist und ich da jetzt nicht so wirklich einen Bezug zu habe oder Ideen oder so. Ich meine, gut, wir haben sie hier benutzt, immerhin im Let's Play. Da könnte man natürlich überlegen, die dann noch aufzuwerten und irgendwas draus zu machen dafür. Aber ich will da jetzt eigentlich nicht mitarbeiten. Denn, ja, das gehört ja an sich jetzt, ja, nicht mehr so richtig zur Serie, muss ich sagen. Da müsste ich dann echt eine neue Serie starten, schon fast. Das lohnt sich dann nicht, das Ganze hier unter der gleichen Staffel zu verkaufen. Finde ich ein bisschen blöd, ne? Kann man nur mal übergangsweise machen. Und ich habe ja auch jede Folge beteuert, dass es mich wirklich genervt hat und ich das eigentlich gar nicht so machen will. Ja, und eigentlich will ich auch mal mit diesem ganzen Thema aufhören. Ich will das nicht jede Folge wieder aufmischen oder aufwühlen. Das wird mir dann auch ein bisschen zu viel. Denn wir hatten es jetzt so oft, das ganze Ding, und ich habe mich immer beschwert über die ganze Sache, dass ich das einfach nicht besser hinkriege. Und deswegen würde ich da jetzt einfach mal ganz gerne aufhören mit. Wäre schon ganz cool. Naja. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, was ich noch so großartig sagen soll. Zu dieser Folge gibt es eigentlich nicht mehr viel. Wir sind ja jetzt auch schon bei 9 Minuten. Also das ist jetzt auch langsam mal das Ende der Fahnenstange, sage ich mal, an Themen. Oder naja, Thema hat man ja nicht so krass, nur ein bisschen was, naja, immerhin besser als nix. Bisschen was angesprochen, ein paar Infos gab's noch, na gut. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, ich weiß noch nicht, was ich da dann mache. Eigentlich müsste ich ja da im gleichen Haushalt sein wie jetzt, damit das mal wieder hier ordentlich vonstatten geht und ich dann immer in der geraden Folge quasi zum letzten Mal in dem Haushalt bin, in der ungeraden Folge, dann jeweils in den nächsten Haushalt wechseln, ne? Dass wir immer zum Beispiel 61, 62 sind wir dann in einem Haushalt, dann Folge 63, 64 wieder in dem anderen.
Ne, das wäre ganz schön. Ich will also nicht zum Beispiel in Folge 62 in einen Haushalt und dann Folge 64 wieder. Das finde ich irgendwie blöd. Da will ich das lieber so geordneter halten, sage ich mal. Naja, wäre eben nur so ein Gedanke. Also mal sehen, was draus wird, was sich ergibt. Und ja, ich lasse das Ganze mal auf mich zukommen. Danke fürs Zusehen. Das war's an der Stelle. Und erstmal ciao. Bis zum nächsten Mal.